Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei uns auf der Tauchen Digital Bühne, sage ich in diesem Fall zu Nick Nikolai Linder. Hallo lieber Nick. Wie geht's? Alex, freut mich hier zu sein. Du bist ja in den Fachkreisen schon sowas wie eine kleine Berühmtheit. Und zwar für was? Ja, würde mich auch interessieren, ja. Ich glaube, man kennt mich in der Apnoe-Szene vor allem als, als ein Apnoe-Ausbilder. Ja, das heißt, was ich so hauptberuflich mache, das ist eben Apnoe-Ausbildung. Ich habe bis vor ein paar Jahren das Tauchcenter Freiburg gehabt und habe dann irgendwann meine Anteile an dem Laden verkauft und mich darauf konzentriert, nur noch Apnoe zu machen. Und damit bin ich eigentlich so einer Leidenschaft gefolgt, die sehr früh schon angefangen hat. Also ich würde sagen, ich war schon einer so der Ersten, die Kurse angeboten haben zu dem Thema, war da relativ früh schon dabei und habe gemerkt, dass ich da parallel zu auch der Nachfrage zum Apnoe-Tauchen mich weiterentwickelt habe und irgendwann gemerkt, Mensch, das sind doch ganz viele unterschiedliche, faszinierende Punkte und habe dann eben 2016 versucht, mich nur mit Apnoe-Tauchen selbstständig zu machen. Funktioniert sehr gut, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, sogar noch besser. Und, und in dieser Zeit habe ich Verschiedenes gemacht. Ich darf für die Tauchen schreiben, ich schreibe gelegentlich Bücher, ich bin als Reisebegleiter unterwegs, ich mache Vorträge und mein Relaqua-Konzept, auf das wir vielleicht nachher noch kommen. Solche Geschichten mache ich, ja. Um jetzt mal einen Eindruck von dem zu bekommen, was Apnoe, was unter vielen Scuba-Tauchern als das Hartz-IV-Tauchen verschrieben ist, anderes Thema, was dieses Apnoe denn so ist, hast du uns natürlich auch eine kleine Präsentation, eine kleine, feine Präsentation vorbereitet, wo wir mal kurz reinschauen können, wollen, wenn das für dich möglich ist. Ja, von mir aus gerne. Jetzt schauen wir mal, ob wir das technisch auch hinbekommen. Ja? Wir checken das mal. Alex, du musst jetzt sagen, ob du einen total geilen Typ siehst. Ist total geiler Typ. Der ist ein bisschen ähnlich. Dann lass doch mal laufen. Ja, ich lass mal laufen, genau. Bitte nur auf den Bildschirm, danke. Mach mal ein bisschen leise, dann kannst du Fragen stellen, ja, wenn du irgendwas genau wissen willst. Ne? Wann war das, Nick? Also es war, meine ich, 2015 oder 2016. Da war ich, also diese Aufnahme, das sind mehrere Aufnahmen. Ich war mal eine ganze Zeit lang mit dem Florian Fischer von Behind the Mask unterwegs. Mhm. Auch ein interessanter Typ. Da sind verschiedene Aufnahmen entstanden. Also das ist jetzt Cabo San Lucas. Da sind wir auf so einen Berg gestiegen, bevor dann unser Schiff auf die, nach Socorro los ist. Ja. Ah, Traum vieler Taucher im Übrigen, gell? Bitte? Ich sage, das ist ein Traum vieler Taucher, Socorro. Ja, ja, das ist ein Wahnsinn. Das, was wir jetzt gerade sehen, das ist auf Socorro? Genau, das ist der Boiler. Ist das ungefähr, und, wo du gerade bist? Wie bitte? Wie tief ist das ungefähr, wo du gerade bist? Ich glaube, das waren so 15, 16 Meter, also nicht so wahnsinnig tief. War allerdings zum Teil dann schon auch ein bisschen schwierig, weil oben eben Brandung war, unten immer mal ein bisschen Strömung, die Sicht nicht so gut war. Also auf dem Video sieht es noch mal besser aus, als es nachher war. Ja, das ist jetzt, das sieht mir jetzt aber definitiv nicht nach Socorro aus. Wie meine, nein, was glaubst du, wo das war? Ich würde tippen, das ist wiederum Socorro und das vorhergehende vielleicht so Bahamas? Genau, Bahamas. Das war, glaube ich, Eleuthera, genau. Das wiederum sieht nach Socorro Guadeloupe? Guadeloupe, genau. Ah, lass uns ein Rätsel durchführen. Das ist jetzt, du bist ja, also in dem, wo wart ihr denn überall in kürzester Zeit unterwegs? Das ist ja unglaublich. Ja, ja, also es hat sich so ergeben. Ich meine, es ist normalerweise, also 2019 war für mich so ein normales Reisejahr. Da hatte man zum Beispiel 11 Fernreisen, also mit Bahamas, mit Mauritius, mit Französisch-Polynesien. Und gerade so, wenn dein Spielplatz die ganze Welt ist, dann bist du natürlich viel unterwegs. Und wenn der Florian Fischer gerade Zeit und Lust hatte, dann ist der halt mitgekommen. Ja. Das war, meine ich, Norwegen. Auch toll, ja, vor allem wegen den Orten. Also das ist unter anderem mein letzter unerfüllter Traum, bis jetzt noch, tatsächlich mit Buckelwalen unterwegs zu sein.
Für mich als normalen Menschen stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich solche Reisen leisten? Ja, entweder viel Geld verdienen oder als Reiseleiter arbeiten, dann wird man dafür noch bezahlt. Ich nehme mal an, du bist die Version Reiseleiter dann in der Form? Ja, leider. Ah, wunderschön. Was macht denn, weil wir es jetzt öfter mal gesehen haben, zum Beispiel genau das, was ist denn die Faszination, Apnoe mit einzutauchen? Reagieren die anders? Du hast ja auch Erfahrung als Scuba-Taucher. Für mich sieht das jetzt als Außenstehenden erstens gefährlich aus und zweitens, wow, oh schön, Delfine. Das Tauchen mit Haien, Apnoe, gibt es da einen Unterschied zum Scuba-Tauchen? Ja, es gibt einen Unterschied. Also das war ja damals, da lachte Nick, pass auf, ich komme mal wieder zu dir. Also das waren damals diese Kurse, diese Shark School von Erich Ritter, der ja leider verstorben ist. Und ich hatte das Glück, dass ich da sehr, sehr oft mit ihm auf den Bahamas und auch mal im Roten Meer solche Shark Schools mit ihm machen durfte. Und ich selber war eben dafür da, den Leuten das Freediving beizubringen. Mhm. Und der Erich hat die Haie erklärt. Dann war es ganz oft so, also gerade so auf den Bahamas, was ein relativ einfaches Tauchen ist, weil wir da eigentlich nie groß, wir hatten manchmal ein bisschen Wellen, aber es ist nicht so tief. Und dann haben wir eben in diesen Schulungen, hat uns ja Erich immer erzählt, wie die Haie reagieren, wie man sich diesen Haien nähert und wo man am besten ist, wenn die Haie dann an einem vorbeikommen, ja, um einfach so diesen inneren Kreis von ihnen langsam sich ranzutasten, denn die haben ja an und für sich Angst vor uns. Und als Apnoe-Taucher konnten wir immer sehr schön beobachten, dass bei uns sich diese Theorie viel besser setzen konnte, weil wir natürlich nur einen Atemzug zur Verfügung hatten. Und wir haben dann quasi vorher schon antizipieren müssen, bevor wir abtauchen, wo wird er heiß sein, wenn er nachher kommt. Während bei den Scuba-Divern, die dann eigentlich oftmals dann eher so in diese Zuschauerrolle gekommen sind. Ja, die waren natürlich auch nicht ganz so mobil, die konnten jetzt sich nicht so schnell bewegen, vor allem konnten sie nicht so einfach hoch, wenn der Hai ein bisschen weiter oben war. Und das hat dann schon so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass du als Apnoe-Taucher eben mit dabei bist und als Scuba-Diver eher so ein bisschen Zuschauer. Faszinierend war das für uns alle, aber ich behaupte, dass du als Freediver ein bisschen diese intensivere Erlebnisse hast. Das ist auch das, was wir jetzt zum Beispiel bei den anderen Interaktionen gesehen haben. Und wenn du sagst, hey, Buckelwale oder Orcas oder was auch immer, oder ich hatte letztes Jahr unfassbare Interaktionen mit Pottwalen, das sind Sachen, da kommst du natürlich als Freediver sehr viel besser ran. Ja, das heißt, du produzierst keine Ausatemgeräusche, du bist wendiger und die Tiere sind letztlich interessierter an dir. Sie haben nicht so sehr Angst, ja, und du bist für die auch interessanter. Als Scuba-Diver kannst du eben nicht schnell nach oben und nach unten. Und das führt dann eben dazu, dass zum Beispiel auch Delfine gerne mit einem Freediver spielen. Genau, das wäre nämlich mein Punkt gewesen, weil was ja viele nicht wissen, Ausatemblasen bei Delfinen, wenn die so Blubberblasen machen, ist ja ein Aggressionszeichen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Delfin und du hast dir einen Taucher gegenüber und der macht die ganze Zeit Blubberblasen und mit dem sollst du spielen. Ist natürlich auch ein Punkt, wo ich sagen würde, als Freediver definitiv ein riesengroßer Vorteil. Ist es tatsächlich so, dass immer eine Interaktion zwischen Freedivern und beispielsweise Delfinen zustande kommt? Nee, nicht immer. Also Delfine können auch gemein sein. Ja. Die meisten Tiere überhaupt. Meine Beschreibung. Ja. Ich meine, ich bin ja Vegetarier und sehr tierlieb, ja. Mhm. Aber gerade so Delfine, die kommen, klar, die grinsen immer freundlich, ja, und alles. Aber die kommen mir manchmal schon so ein bisschen arrogant vor. Ja? Da äumelt man sich einen ab und dann gehen sie so an dir vorbei und sagen, nee, kein Bock heute. Ja. Und das ist nicht immer, also schon, nee, überhaupt nicht immer. Also die sind schon viel verspielt, aber manchmal haben die keinen Bock. Und wir waren auch bei den Wale, ja, Buckelwale zum Beispiel, das sind ja auch so Wale, so wie wir sie gerne haben, ja, so wie wir sie auch erwarten. Das heißt, zum einen singen die wunderschön, zum anderen bewegen die sich, zum anderen sind die interessiert an einem. Ja. Manche Wale, die sind ja wirklich immer nur auf ihrer Mission unterwegs zum Fressen, aber die Buckelwale, das sind ja schon so
für uns tolle Wale und an die stecken wir auch Erwartungen. Und zum Beispiel im Französisch-Polynesien konnte ich auch sehr schön entdecken, wie diese Erwartungen auch manchmal nicht erfüllt werden, weil, wie mein Kumpel Phil immer sagt, der Ozean ist kein Zoo. Ja? Und da gab es dann schon manchmal auch lange Gesichter, wenn die Wale halt so überhaupt null Interesse an uns hatten. Und das kann da eben auch passieren. Das kann da natürlich auch mit Delfinen passieren. Ist es denn aus deiner Erfahrung heraus, aber tatsächlich, also für mich als Fazit nochmal zu dem Thema Interaktion mit Tieren, ist es denn tatsächlich als Freediver so, dass du eher in eine Interaktion reinkommst, egal mit welchem Tier, als Scuba-Taucher? Das ist das, was ich aus den paar Minuten oder den Fakten jetzt mitgenommen habe, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Das würde ich 1:1 so unterschreiben. Interaktionen sind sehr viel einfacher. Natürlich hast du auch Interaktionen manchmal mit Delfinen, also Interaktion sage ich immer dann, wenn das Tier dann gegenüber auf dich in irgendeiner Weise reagiert und du merkst, es gibt so eine Art Verbindung. Ja? Wir sind als Scuba-Diver natürlich auch sehr oft gemeinsam mit anderen Tieren im Wasser, aber es ist dann wirklich eine Interaktion. Manchmal, klar, hat man diese Interaktion auch als Scuba-Diver. Also ich kenne das von den Mantas, ja, die sind auch fasziniert von Scuba-Diver. Ne? Und andere Tiere auch und Delfine auch gelegentlich. Ja, aber bessere Möglichkeiten in der Interaktion hat man als Freediver. Und dazu kommt, dass wir auch in manchen Regionen eben nur schnorchelnd mit einem Atemzug an die Tiere herangelassen werden. Ja, das heißt, da ist mit Gerät das nicht zu machen. Und gerade wenn es so ist wie Mauritius oder auch jetzt in Französisch-Polynesien, wo es so um dieses Art um die Wale geht. Ja. Das heißt, du bist den ganzen Tag auf dem Schiff und wartest, bis irgendwo mal eine Blase, also eine Luft hochkommt und dann gehst du dahin. Und dann bist du natürlich auch als Schnorchler oder als Freediver sehr viel flinker und mit Gerät würde das nicht immer Sinn machen. Ja. Das ist richtig. Aber es gibt auch so Situationen, ja, wenn es dann heißt, irgendwie bei der Modi auf dem Schiff, ja, so auf 40 Meter legen wir uns hin und warten, bis die Hammerhaie an uns vorbeiziehen. Da sind wir dann eindeutig im Nachteil. Oder wenn wir an den Wracks sind. Also wir haben Wracktauchen auch schon ab neu gemacht. Das ist auch toll, funktioniert wirklich gut. Aber wenn du halt an so einer Sisselgorm bist, die nicht so ganz einfach zu betauchen ist, und dann gehst du halt runter in diesen Frachtraum und dann siehst du mal kurz und dann musst du aber auch schon wieder hoch. Und da macht es natürlich mehr Sinn, dann auch mit Gerät sich so das alles in einer Entspanntheit anzuschauen. Ja. Also ich würde sagen, es gibt schon auch noch Gründe, warum man zur Flasche greifen sollte. Wohlgemerkt zur Tauchflasche mit Inhalt Pressluft, ja. Maltrux, Trimix und Co. Genau. Ja. Nick, du hast natürlich auch noch andere Sachen im Kreuz, die da zum Beispiel wären, du bist mehrfacher Rekord- und Weltmeister. Also ich musste schmunzeln, es gibt ein paar Rekorde, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn es bis jetzt noch keiner gemacht hat, dann ist man halt irgendwann genau dieser Erste und ein. Vielleicht kannst du uns ein paar deiner Rekorde, die relativ außergewöhnlich für mich teilweise sind, mal vorstellen. Und wenn du Bildmaterial hast zu den Geschichten, dann wäre es natürlich total schick, uns da noch ein bisschen was zu zeigen und zu präsentieren. Weil es ist zwar schön, dir zuzuhören, aber du erzählst so geile Geschichten. Beweise uns doch mal, was du so alles kannst und gemacht hast. Also pass auf, ich zeige dir jetzt doch mal ein, warte mal auf, das machen wir mal zu, ich zeige dir jetzt doch mal ein Video noch vom Eistauchen. Ja, sehr schön. Weil, zum Beispiel, Jahreszeit passend. Immer so eine Sache ist, die, da habe ich auch gemerkt, warte mal, gleich den Ton runter, dass wir darüber sprechen können. Da habe ich auch gemerkt, dass viele wirklich, da Angst davor haben, unter Eis zu tauchen. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Rekorde viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, wie sportlich andere nationale Rekorde, die ich zum Beispiel getaucht bin. Aber es hat natürlich auch was ganz Faszinierendes. Und das will ich da jetzt gerade mal zeigen. Und dann können wir vielleicht auch wieder drüber sprechen. Siehst du ein schwarzes Bild? Ich sehe ein schwarzes Bild. Wenn das Eis kommt, dann... Respekt. Oh, sehr schön.
Bewegte Bilder. Also das ist jetzt hier am Weißensee. Das war ganz gut, dass uns da Bonnex unterstützt hat, denn wir haben festgestellt, dass der Freediver erheblich schneller unterwegs war als ein Scuba-Diver. Obwohl ich keine Flossen anhatte, mussten quasi die Scuba-Diver mit der Reserve. Sicherungstaucher mit unterwegs sein. Genau, Sicherungstaucher und natürlich auch für Guinness gewährleisten, dass der ganze Tauchgang gefilmt wird. Ja, das heißt, ich konnte nachher nicht vor den Schiedsrichtern behaupten, guck mal, ich bin hier eingetaucht und da drüben rausgekommen und ich habe die ganze Zeit nur einen Atemzug zur Verfügung gestellt. Das heißt, das war so die Herausforderung, das Ganze technisch sicher hinzubekommen. Und das ist, würde ich sagen, somit das Schwierigste. Ich muss ja an der Stelle sagen, das muss man ja bei dem Rekord noch bedenken, vielleicht ich als kleiner Physik-Genius. Der Weißensee ist ja einer der höchstgelegenen Bergseen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, einer der höchstgelegenen Bergseen in Österreich. Der liegt ja so auf. Das ist nicht ganz richtig. Es ist sogar ein See, der nur auf, glaube ich, 900 irgendwas Meter liegt. Also es gibt schon höher gelegene Seen, aber auf irgendeinem Grund ist das ein See, der fast immer eisbedeckt ist. Ne? Und das macht es natürlich für das Eistauchen sehr, sehr angenehm und natürlich auch diese Infrastruktur. Ja? Ganz kurz, dieser sexy Anzug ist jetzt bloß für die Kamera so rot oder hat der eine spezielle Bewandtnis, warum er so aussieht? Also es war damals ein Elios Maßanzug, den ich genommen habe. Und der wurde quasi auf mich Maß gemacht. Ja? Und ich habe mir damals mich entschieden für einen Spezialanzug, der 3 mm an Beinen und an den Armen ist und 5 mm am Körper. Also ein relativ dünner Anzug. Und ich habe die Farbe raussuchen dürfen und ich habe mich für Rot entschieden, weil sich das vom Weiß des Schnees und des Eises gut abhebt. Ah, so ein bisschen Schneewittchen-Feeling. Ja, genau. Welche Temperatur haben wir denn hier im Wasser? Ich denke mal, wenn es im Wasser noch flüssig ist, dann werden es 3-4 Grad werden schon sein. Oder? Genau. Also normalerweise hast du ja so mindestens 4 Grad, aber in diesem Bereich, wo der Aggregatzustand von flüssig zu fest wird, direkt unter dem Eis hast du 2 Grad. Und dann ist es eine relativ einfache Geschichte. Ja? Du hast 2 Löcher. In dem Fall hatte ich 3 Löcher. Normalerweise hat man nur 2 Löcher, also ein Hauptloch. Das war's schon. Ein Einstiegsloch, ein Ausstiegsloch und ein Notloch. Und dieses Notloch, mal hier kurz ausmachen. Du atmest noch. Dieses Notloch, das ist dann ein bisschen abseits der Strecke. Das heißt, wenn meine Maske verrutscht, wenn ich einen Krampf bekomme, wenn irgendwas bemerkbar ist, dann hat man so bei 50 Meter dieses Ausstiegsloch. Und ich habe an dieser Woche hatte ich 2 Rekorde gemacht. Einmal 75 Meter, deswegen gab es schon ein vorheriges Loch und der Rekord war, glaube ich, bei 84 Meter ohne Flossen. Und das war der Grund, weswegen es eben noch ein Loch vorher zu sehen war. Man könnte natürlich sagen, und das wurde mir oft gesagt, ja, Nick, warum machst du denn einfach mehr Löcher und entscheidest dich da so ein bisschen spontan? Das Problem ist, also wenn du so an diesem Eis stehst und um dich rum ist irgendwie alles weiß, das ist ja das Schöne dort auch. Ja. Das heißt, es ist alles hell weiß und vor dir ist dieses dunkelschwarze Loch, ja, da denkst du, ach du Scheiße, ja. Und dann gehst du rein, aber dann gewöhnen sich die Augen sehr schnell an das Licht und das ist halt noch die ganz eigene Faszination, dass du eben dort unten mit dieser Perspektive spielst, mit diesem Licht spielst. Du bist bestimmt auch schon unter Eis getaucht, ja. Das ist fantastisch, was, ja. Abgesehen von der Kälte ist es... Wenn du von dem Loch wegtauchst und es dunkel um dich rum wird und du drehst dich zum Loch rum, dann ist es wie der Geburtsbord, ne? Ja. Da rein, da raus, leben. Ja. Ganz, ganz starke Perspektive und ganz, ganz starke Bilder dann auch im Kopf. Und es führt eigentlich dazu, dass sobald du dann unter dem Eis bist, gar nicht mehr merkst, ob du jetzt da irgendwie unter Eis oder unter Loch tauchst. Ja, der Schnee wird ja auch so ein bisschen weggeräumt entlang der Strecke. Und deswegen... taucht man eigentlich immer komplett durch bis zum Ende des Lochs oder bis zum Ende der Strecke und kommt dann am Loch hoch und ja. Wie sehr warst du denn genau bei dem Rekord an deiner Grenze? Sei ehrlich. Ha,
Ja, nicht so. Also es war so, dass da schon ein bisschen mehr noch gegangen wäre, aber man muss sich ein bisschen von dieser Idee verabschieden, dass man da wirklich so an sein Limit kommt. Ich habe das auch mal gemacht, dass ich mich richtig gut gefühlt habe. Und ich weiß noch, damals hatte Christian Redl 100 Meter unter Eis gemacht. Ich glaube, er war einer der Ersten mit dem Rekord, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, genau. Also war schon auch irgendwo eine Inspiration dafür, ja, absolut. Und trotzdem hat es mich ein bisschen genervt, dass er, weil er hat ja immer diesen Rekord gemacht mit 90 Meter mit Flosse und ich wollte ihn dann irgendwann die 100 Meter, der Erste sein, der die 100 Meter macht, ja, mit Flosse. Und dann hat er, kam mir aber zuvor, was mich ein bisschen genervt hat. Und dann habe ich beim nächsten Rekordversuch, und das war in den Schweizer Alpen auf 1700 Meter, also deutlich höher, habe ich das versucht und bin elendig gescheitert, ja, weil ich versucht habe, 125 Meter zu machen, weil ich gedacht habe, ja, das tun wir jetzt pulverisieren, diesen Rekord. Ja. Und das hat mich wieder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, denn unter Eis, wo man wirklich begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten hat und wo es auch darum geht, dass man, viele sagen auch Apnoe-Taucher, die noch nicht unter Eis getaucht sind, naja, es ist ja beim Tieftauchen kannst du auch nicht einfach den Kopf heben. Ja? Aber das, beim Eistauchen folgst du eben, wenn ich mich unwohl fühle beim Tieftauchen, dann kann ich sehr schnell nach oben und ich folge meinem natürlichen Drang an die Oberfläche. Unter Eis, da muss ich mich mental tatsächlich ein bisschen mehr im Griff haben, weil da kann ich nicht einfach nach oben. Und rational noch zu denken, bis ans Loch zu kommen, ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen versucht man, einen gewissen Puffer einzubauen. Und ich muss auch sagen, ich hatte fast immer Glück. Also von dem Moment an, wo ich dann weiter am Weißensee unterwegs war, haben die Rekorde immer funktioniert. Das heißt, ich habe dann den Rekord, der mal in der Schweiz gescheitert ist, nochmal gemacht mit 108 Meter, glaube ich, 108 Strecke. Also konnte den Rekord dann doch brechen vom Christian. Aber es war schon besser, ein bisschen unter den Möglichkeiten zu bleiben, weil du auch nicht genau weißt, wie ist nachher das Ganze drumherum. Ja, ich hatte Glück, weil ich hatte meistens so minus 5 Grad Luft und genug Eis. Ja. Und ich weiß, ein Kumpel von mir, der Andreas Papp, der hat mal versucht, einen Rekord beim Tieftauchen zu schaffen. Und der war einmal dort und hat dort minus 20 Grad gehabt. Und wenn du nicht richtig einatmen kannst, und sowas kann dann natürlich im Winter in den Alpen passieren, dann wirst du auch dich schwer tun, den Rekord zu brechen. Ja. Und das alles spielt da mit rein. Es sind sehr viele innere Faktoren, um die man sich kümmert, sehr viel Mentales, aber natürlich auch das Äußere. Wie ist das Eis, wie sind die Bedingungen, wie ist das Wetter und bin ich auch fit? Das war ja das Schlimmste, ja, dass du wochenlang vorher im kalten See immer trainiert hast, deine Kinder werden abwechselnd krank und du denkst so, scheiße, und ich muss doch diesen Rekord machen, hoffentlich werde ich nicht krank. Also ich vermisse die Zeit gar nicht mehr so sehr. Ja. Bist du jetzt noch offiziell Rekordhalter? Oder gab es schon jemand anderes, der gesagt hat, die wurden relativ schnell... gut, der ohne Flossen, der hielt noch eine Weile und dann hat irgendwann der Peter Kohlert aus der Schweiz, glaube ich mal, so einen Lauf gemacht und in einem Event alle gebrochen. Also ich bin unter Eis kein Rekordhalter mehr, aber das ist auch nicht schlimm, denn Rekorde sind dafür da, gebrochen zu werden und das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja. Also ich habe immer... Muss ich tatsächlich sagen, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Wir haben jetzt auch unseren Rekord gebrochen und zwar ist unsere Talkzeit jetzt bei 34 Minuten und 38 Sekunden. Das heißt, für uns beide, für dich, also für mich war es schon nach der Hälfte des Talks klar, wir müssen in eine zweite Runde gehen. Es wird alles nichts. Deswegen, Zoom schränkt uns hier an dieser Stelle ein wenig ein. Nach 40 Minuten würden wir automatisch explodieren. Daher würde ich sagen, wir machen jetzt punktuell an dieser Stelle einen kurzen Break beziehungsweise für die Zuschauer Schluss und setzen einfach einen zweiten Termin an, weil du hast so viel Interesse, ich kenne dich ja ein bisschen, du hast so viele interessante Sachen zu erzählen. Auch ein bisschen über das Freitauchen hinausgehen, sondern auch nur so ein bisschen den Aspekt des Wohlfühlens, des Besserfühlens mit dem Freitauchen in Verbindung bringen. Deswegen an dieser Stelle, Nick, es geht gleich weiter für uns, aber es geht
eventuell morgen oder später weiter auf der Bühne für unsere Zuschauer. Deswegen sage ich, es wird spannend. Und ist spannend. Der Mann kann was. In diesem Sinne, danke erstmal für die erste Runde. Ja. Ein kurzer Winker. Und tschüss. Die Aufzeichnung endet an dieser Stelle. Allen Zuschauern, bis gleich.